Hey, da ist er wieder, White Doctor mit Folge, sag mal schnell, 21, das war's genau, 21 von unserem Aufenthalt hier in Master of Orion 3. Hier bin ich gerade wieder dabei, neue Taskforces zusammenzustellen, hä? Das war wohl nix. Das war wohl nix. Dann schauen wir mal, was hier los ist in unserem schönen System. Aber beim nächsten Mal muss ich wirklich mich mal dazu zwingen, ein bisschen langsamer vorzugehen. Na, hier sieht man wirklich, wie ich total vergessen habe, dass ich nebenbei aufnehme für ein LP. Und einfach blitzschnell geht die Maus hin und her und ich gucke alles durch. Naja, naja. Auf jeden Fall, jetzt sind wir bei Runde 88. Das geht ein bisschen zu langsam hier. Wir produzieren übrigens ein bisschen mehr Nahrung jetzt. Eigentlich ist immer noch nicht genug. Diese gefräßigen Mistkerle. Ich glaube, es gibt eine Technologie, die heißt sowas wie Zwangsrobotisierung oder sowas, aber die kriegen wir erst. Ah, viel, viel später. Vor allem, wenn ich nicht endlich mal anfange hier. Oh, wir haben 32 Welten schon. Genauso viel wie die Menschen. Und wir stehen also gar nicht so schlecht da. Vor allem, weil die anderen Meckler sich ständig. Ah, ja, da zu dem Zeitpunkt hatte ich schon eine Stunde gespielt. Ah. Das bedeutet dann natürlich, mal sehen, das letzte Video, was ich gemacht habe, war 35 Minuten. Ja, das sind ungefähr also die Hälfte von dem, was ihr gesehen habt, von dem, was ich gemacht habe, habe ich gar nicht aufgenommen. Und wir sind trotzdem erst 5 Runden weitergekommen. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr rausnehmen. Das Gute ist ja auch hier auch mit Nachkommentaren, so ein Scherl, solche Spielereien. Naja, überall wird nicht gekämpft hier. Diese Runde ist wohl ein bisschen friedlicher. Also selbst mit Nachkommentar kann ich es ja simpel so machen, dass ich die Aufnahme unterbreche, wenn es zu lang dauert. Das ist quasi sowas wie prophylaktisches Schneiden. Statt dass man hinterher das rausschneidet, was zu lang gedauert hat, passt man auf, damit man es gar nicht erst rausnimmt. Und da startet ein Planet seine eigenen Sächelchen. Und zwar Raketen in diesem Fall. Die feindlichen Schiffe versuchen die Raketen aufzuhalten, aber explodieren. Tja. Das passiert, wenn man von modernen Raketensalven getroffen wird. Vor allem, wenn man so viele Raketensalven hat wie ein Planet und so viele losschicken kann wie ein Planet. Und das war, glaube ich, gerade eben ein Schuss von der Bodenkanone. Und nochmal, da sieht man auch, in dieser Phase ist eine planetare Verteidigung tödlich. Und jetzt stellt euch mal in einer Vanilla-Version vor, wo die Raketen für gewöhnlich viel größere Schusskraft hatten. Ja, das war interessant. Da war es dann im Prinzip nur noch eine Sache, genügend Träger mitzuschleppen, um den Planeten aus großer Entfernung zu belagern. Und wenn der Planet selbst Jäger hatte, dann wurde es schmerzhaft. Aber, naja. Jetzt haben wir ein paar Bermudensachen. Bodensachen hier. Modensachen? Wie kommt der Stoß immer da aus meinem Mund raus? Aber hier können wir eigentlich nicht viel machen. Jetzt habe ich hier noch was. Hier unsere letzten Truppen auf dem Planeten hier. Okay, so, die letzten überlebenden Truppen versuchen sie immer noch vorwärts zu kommen. Aber es hat nicht viel gebracht. Falls sich das jetzt ein bisschen komisch anhört, musste kurz die Aufnahme unterbrechen, weil ein verdammter Nachtschmetterling sich eingeschlichen hat in meine Wohnung. Ich wollte ihn raustreiben, aber jetzt hat er sich irgendwo versteckt und ich habe zu lange in die blöde Lampe geguckt. Das sind jetzt die Augentränen. Naja. Wahrscheinlich besser so. Wenn er morgen noch da ist, kann ich ja versuchen, ihn rauszuscheuchen. Ja, was denn inzwischen hier passiert? Nicht viel, so scheint's. Muss wieder mehr Zeug gebaut werden. Diesmal versuche ich, Transportschiffe zu bauen. Die sind nämlich auch wichtig. Ah, ja. Gute alte Kontrollgang. Da sehen wir immer mal schön. Planeten. Für ein Spiel von 2002 ist es ja nicht so unschön. Aber ich vergesse immer, dass der Ultima-Mod auch ein paar grafische Änderungen durchgemacht hat. Ich habe letztes Mal wieder Vanilla gespielt und mich dann übergewundert, dass die Grafik plötzlich 5 Jahre älter aussah, als das Spiel eigentlich war. Also ich weiß nicht mehr genau, was die alles grafisch geändert haben, aber ich glaube, es ist hauptsächlich das Interface. Aber das ist trotzdem so viel Eindruck gemacht, dass man dann total vergisst, wie alt das Spiel ist. Schon unglaublich. Ja, zumindest war das bei mir. Mir fällt so eine Scheiße immer auf, ich weiß auch nicht warum. Na egal. Unruhe ist gering. Na gut, in einem Fall ist es schon etwas da.
Ach, einer der Vorteile der Meckler ist auch, wie die Kristalltypen auch, die Silikoiden, dass die eigentlich ziemlich schwer aus der Ruhe zu bringen sind. Ist dann immer, ist also egal, wie pessimistisch die drauf sind, da wo Menschen ständig den Auftrag Stand proben würden, ohne Beruhigungsmaßnahmen spezieller Art, wie mehr Erholung und so weiter, da halten die Meckler noch schön stand. Das Schlimmste, was man bei Meckler manchmal kriegt, ist, dass sie sich weigern zu arbeiten, weil sie streiken oder sowas. Da ich glaube, wenn man Menschenbevölkerung oder so, oder diese Ras da unten, diese Reptilien-Tiertypen, so weit gebracht hätte, die würden wahrscheinlich gleich in Aufstand proben und sich loslösen. Das kann einem nämlich auch passieren, wenn man seine Bevölkerung zu sehr reizt und nicht genügend macht, um sie ruhig zu stellen. Dann kann es sein, dass man dann plötzlich eine Meldung kriegt, Rebellion oder sowas, und wenn man dann immer noch nichts dagegen macht, dann verliert man die Welt, die Erde, die erklärt sich dann für unabhängig und gründet so eine Art Mini-Imperium, das man dann wieder zurückerobern muss. Eigentlich ganz witzig gemacht. Ich hatte mal eine Begegnung mit einem. Mit den Trilarianern oder so heißen sie, diesen Fischtypen. Die hat es tatsächlich geschafft, dass eine ihrer Welten rebelliert und sich ihr Imperium gerade so schön fertig gemacht hat. Haben sich einige ihrer Grenzwelten plötzlich unabhängig gemacht und ein eigenes Imperium gegründet. Was ihnen natürlich nicht viel geholfen hat, da sie nur drei Planeten hatten, die sich dann zwangsweise mir angeschlossen haben, weil sie direkt in der Front lagen. Und hier bombardiere ich mal wieder alles platt. Ja, das nette Kreuz ist wieder mal unsere Trägereinheit und wir schießen die paar Schiffe zusammen, die uns gefährlich werden können. Und dann konzentrieren wir unser Feuer auf die längeren. Dass die Jäger da gerade so wegschwirren, wo keine Schiffe sind, liegt daran, dass feindliche Jäger gestartet sind von irgendeinem Träger. Ja, nee, das ist die Transportarmada. Die will ich jetzt zuerst fertig machen. Daran erinnere ich mich noch, dass ich das machen wollte. So, und jetzt fangen wir an, Prügel zu kassieren wegen meiner dummen Entscheidung, weil der Feind stärker ist als erwartet. Und ich muss mich wieder zurückziehen, weil gerade alle meine Schiffchen sich in Luft aufgelöst haben. Da jetzt sind nur noch meine Träger übrig und die allein sind nicht stark genug, wie man sieht, weil sie nehmen hier gleich schon massiv Schaden, obwohl der Feind noch weit weg ist. Aber glücklicherweise verliere ich trotzdem kein einziges Schiff von denen. Träger sind immer wichtig. Es ist tatsächlich so, dass Träger, die schon so veraltet sind, dass sie bei einem Treffer in die Luft fliegen können, meistens noch ein bisschen Schaden mit ihren Jägern anrichten. Versucht man das dagegen mit unseren normalen Schiffchen, das ist nicht zu empfehlen. Da ist die Technologie deutlicher zu sehen, weil normale Schiffe können halt ihre Waffen nicht ständig neu bauen. Und dieses eine Schiff war wohl ein bisschen zu wenig. Das wurde klein geholzt und wir haben mal wieder gewonnen. Können neue Truppen auf C5-3 absetzen. Ninja 3, da ist nicht viel los. Ich bombardiere ein bisschen, weil ich keine Truppen habe, die ich da einsetzen könnte. Und wir haben ohnehin zu wenig Feuerkraft, um Schaden anzurichten. Und ja, wir landen wieder haufenweise Truppen auf C5-3 und gucken mal, was jetzt los ist. So, 32 Einheiten, 4 bis 5 mal so stark in Sachen Dingster-Kapazität und konzentrierter Gero. Oh ja, jetzt endlich. Die eine Einheit, die noch übrig ist, und die 5 Milizeinheiten können aus irgendeinem Grund der riesigen Armee, die ich aufgestellt habe, nichts entgegensetzen. Und darum ist jetzt das Blaue auch ziemlich viel schneller am Wachsen. Der wichtige Punkt ist immer, wenn man die Mitte überschreitet, weil dann hat man die Hälfte der DEAs, der Development Areas, der Zonen eines Planeten besetzt. Der Punkt ist der, das kann auch schneller gehen. Weil für gewöhnlich erobert man Planeten entweder dann, wenn man alle Deas erobert hat in dem Bodenkampf, oder wenn man alle Regierungszonen eingenommen hat. Oder alle Regierungs- und alle Militärzonen. Beides wahrscheinlich. Wenn also, sagen wir jetzt, ein Planet 3 Militärzonen und 2 Regierungszonen hat, dann ist es vollkommen wurscht, wie viel restliche Zonen man hält. Der Planet wird so lange standhalten, wie man diese Zonen nicht erobert hat. Bei kleinen Planeten, die ohnehin nur maximal 3, 4 Felder oder so frei haben, bedeutet das dann halt, dass man jede einzelne erobern muss. Weil die Regierungszone meistens irgendwo da hockt, wo man erst ganz am Schluss hinkommt. Oh, feindliche Spione haben sich mal gemeldet. Das ist toll für Runde 90. Und wir haben endlich C5-3 zurückerobert. Da jetzt müssen wir nur noch die beiden System. Und wir haben 2 weitere Kolonien gegründet. Das heißt, wir haben praktisch 3 Planeten,
zum Preis von allen gekriegt. Und wir haben miniaturisierte Rechnersysteme, die jetzt erforscht werden. Das wird dann die Effizienz unserer Forschungszonen erhöhen, was auch wichtig ist. Und wir können endlich mittlere Panzerung verwenden. Das wäre in Vanilla quasi die normale Panzerungsstärke, die man, glaube ich, von Anfang an sogar hat. Im Mod dagegen muss man die Panzerung alle erstmal erforschen. Ich glaube, man fängt mit der leichtesten an. Naja, ist auch nicht so wichtig. Am Anfang hat man nur so kleine Schiffchen, da ist es vollkommen unerheblich, ob man schwere Panzerung oder leichte dran macht. Die fliegen nach ein paar richtigen Treffern sowieso auseinander. Außerdem stelle ich mir immer absurd vor, so leichte Schiffe mit schwerer Panzerung zu versehen. Vor allem, weil es in dem Spiel ja keinen Einfluss auf Geschwindigkeit oder sowas hat oder so. Was eigentlich viel realistischer ist, wenn man drüber nachdenkt. Ich meine, wenn ein Schiff größere Masse hat, ist es schwerer manövrierfähig und so. Aber da in den Echtzeitspielen hier, Kämpfen hier, die Schiffe alle die gleiche Manövrierfähigkeit haben, kommt es nur noch auf reine Geschwindigkeit und Beschleunigung an. Und da hat man mit... was rede ich da? Jetzt fällt mir gerade ein, wenn ein Schiff große Masse hat, braucht man auch größere Triebwerke, um es zu beschleunigen. Und wenn man Panzerung außen dran hängt, wird die Masse ja auch größer. Also, ach toll. Aber Kain 6 ist eigentlich ein schöner Planet. Konzentriert euch auf den Planeten, den ihr da sehen könnt, und vergesst bitte den Blödsinn, den ich gerade sagen wollte. Also egal. Aber zumindest im spieltechnischen Sinn macht das hier in Master of Orion 3 keinen Einfluss. Weil für das Spiel ist die Masse eines Schiffes davon abhängig, welche Höhlengröße du hast. Und egal, was du reinstopfst oder als Panzerung auswählst, die Masse des Schiffes verändert sich nicht. Geschwindigkeit und Größe des Triebwerks sind also nur von der Höhlengröße abhängig. Der einzige Unterschied, den man also feststellt, ist, größeres Schiff braucht mehr Triebwerke für gleiche Geschwindigkeit. Noch genauer haben sie dies nicht gemacht. Aber wenn man bedenkt, dass sie das Spiel eigentlich nicht mal richtig fertigstellen konnten, ist es wahrscheinlich besser, dass sie es nicht versucht haben, noch genauer hinzukriegen. Ansonsten wäre das Spiel wahrscheinlich wirklich verkorkst worden. Ich meine, nicht mal Sachen wie Electronic Countermeasures, ECM und all diese anderen Spezialsachen, Tarnung und so weiter, das hat alles nicht richtig funktioniert. Mit den Patches und Bugbehebungen, die im Ultima-Mod drin sind, funktioniert es allerdings alles wieder. Es ist manchmal ein bisschen schwer zu testen nach der Art, wie die Kämpfe ablaufen, aber zumindest sind mir einige der Komischkeiten der Vanilla-Version nicht aufgefallen. Stealth-Schiffe sind jetzt auch tatsächlich, wenn alle Schiffe einer Taskforce getarnt sind, dann tauchen sie manchmal tatsächlich nicht auf. Feindliche Schiffe können getarnt sein, das ist ein bisschen nervig, aber wenigstens funktioniert es diesmal, ist was ich sagen will. Und hier wird also mal kräftig aufgerüstet, Bodenbatterien, Jägergarnison. Ah ja, die sind noch aufgeregt von den jahrelangen Kämpfen auf dem Planeten, aber wenigstens steht die Hälfte noch, das ist schon mal gut. Da sind auch diese komischen Energiewesen noch drauf, die da früher gelebt haben. Oder kann sein, dass die da irgendwann drauf eingewandert sind, weil der Planet gut für sie geeignet ist. Das ist auch diese Migrationsbewegung. Wenn man mehr als eine Rasse in seinem Imperium hat oder freundliche Beziehungen zu einer anderen Rasse unterhält, dann wandern die manchmal rüber und lassen sich auf Planeten nieder, die besser geeignet sind für sie als für die, die man eigentlich spielt. Das heißt, es kann sich durchaus lohnen, wenn man selbst, sagen wir mal, als Gasriesenbewohner Erdplaneten kolonisiert, für den Fall, dass man mal ein paar Menschenkolonien erobert oder so, oder mit denen gute diplomatische Beziehungen unterhält. Das ist wahrscheinlich bei Gasriesenbewohnern wahrscheinlich, ja. Und dann lassen sich da halt dann Menschen auf solchen Planeten nieder. Und irgendwann sind dann so viele Menschen dann auf diesem Planeten, dass diese ganzen Bestrafungen, weil man auf so einem Todesplaneten für die eigene Rasse hockt, die sind dann halt im Laufe der Zeit weg. Oder werden schwächer. Später hat man dann auch Forschungen, mit denen man Planeten näher ans eigene Ideal terraformieren kann. Aber die brauche ich eigentlich gar nicht so oft. Weil in einigen Fällen halt, da stelle ich dann fest, dass zum Beispiel... mit Darloks plötzlich alle auf Darlok-Planeten hocken. Und dann kann ich mir die meisten Maßnahmen sparen. Weil würde ich die zu meinem Ideal hin terraformieren, wäre es für die Bewohner wieder schlechter geeignet. Glücklicherweise
Ist die KI in dieser Hinsicht zu einfältig, um sich darüber Gedanken zu machen, wer das Imperium kontrolliert? Ich glaube, wenn man Planeten terraformiert, dann gehen die Kalkulationen immer davon aus, wer gerade auf dem Planeten lebt. Das heißt, wenn man da so einen Gasriesen kolonisiert hat mit seinen Meckler-Dudes und dann lassen sich plötzlich haufenweise fliegende Pilze oder wie, was das für Viecher sind, ich habe den Namen total vergessen, das ist auch peinlich. Na, vielleicht haben wir Glück und begegnen ihnen irgendwann mal. Wenn die sich dann da plötzlich massenhaft niederlassen und man baut irgendwann welche Terraformierung, Verbesserungen oder gibt Geld dafür aus, dann wird der Planet dann besser für die Leute, nicht für die eigenen. Ah ja, und so die Mahlmeldung da oben, die kriegt man dann, wenn man irgendwie vergessen hat, dass irgendwelche automatischen Kolonistenraumschiffe unterwegs waren und man hat den Planeten schon anderweitig kolonisiert. Manchmal passiert das auch, wenn man, weil die KI die schickt, wenn man mehr als ein Schiff gleichzeitig baut, die Schiffe immer schön nach der Liste, die man selbst aufgestellt hat, durch die Markierungen, die man im Systembildschirm gemacht hat, die schickt die Kolonistenraumschiffe dann immer schön so lange los, bis nach den Kalkulationen der KI alles voll genug ist, dass man eine Kolonie kriegt. Wenn man also vier Schiffe braucht, dann baut die KI nacheinander vier Schiffe, beziehungsweise du baust vier Schiffe und die KI schickt die der Reihe nach zu demselben Planeten. Und das Problem ist natürlich, wenn man Sachen wie Einwanderung und so weiter benutzt, dann ist der Planet möglicherweise kolonisiert, bevor man alle vier Schiffe gebraucht hat. Wenn dann noch ein Schiff unterwegs ist, ja, dann versucht es den Befehl auszuführen und das klappt dann nicht. Dann muss man es halt umleiten zu einem anderen Schiff. Rechtzeitig, sonst verliert man eine Runde. Das Witzige ist, dieses Automatensystem zu benutzen, ist hat sogar einen Vorteil, weil wenn die Schiffe bereits vom Computer den Befehl haben, irgendwo zu landen und zu kolonisieren, dann schaffen sie es meistens noch in derselben Runde, in der sie ankommen. Während dagegen manuell gesteuerte Schiffe, die hängen erstmal eine Runde oder so ab und kolonisieren erst in der Runde danach aus irgendeinem Grund. Das sind halt einige dieser Merkwürdigkeiten, mit denen man leben muss, wenn man das hier spielt. Und Tali 4 ist ein künstlicher Planet, ey. Manchmal ist das richtig toll, was man hier so alles findet. Künstlicher Planet hatte ich, glaube ich, noch nicht. Das ist also eine Maschinenwelt oder ein Planet, der künstlich gebaut wurde. Das ist doch eigentlich mal voll von Coolheit. Und ich mache daraus anscheinend eine Art Industrieforschungswelt. Da sind sowas wie riesige Delfine oder so, die da leben. Das erklärt auch Mineralienreichtum ultraarm, weil der Planet künstlich gebaut wurde oder so und man da nicht viele Dings das gebraucht hat. Astro-Universum wird noch alles Mögliche reingesetzt. Astro-Universum erhöht praktisch alles. Mehr Forschung, mehr Industrie. Ist eigentlich recht gut. Einer der wichtigsten Teile, die man braucht. Wir gehen mal. Jetzt gehe ich hier nochmal gucken. Ich gucken will. Wie sie nochmal nachgucken will, ob sich das gut für kolonisieren. Und dann sehe ich zum Beispiel den Planeten hier. Den brauchst du nicht kolonisieren. Der wäre besser oder so. Ja, daran sieht man auch wieder mal, wie dumm die KI ist. Da sind zwei schöne Planeten ausgewählt, aber weil das Schiff nicht den Befehl hatte, dahin zu fliegen, macht das einfach gar nichts, bis man sich darum kümmert, die Computerbefehle zu löschen. Das Irrer-System ist jetzt alleine da. Und wir müssen jetzt einfach nur genügend Truppen und Flotten aufbieten, um sie zu zerkleistern. Es könnte eine Weile dauern, aber ich sehe schon, Schiffe von mir sind schon unterwegs. Dann können wir uns jetzt mehr auf die Menschen konzentrieren, die ja auch ständig Stunk machen. Obwohl schon eine ganze Weile nichts mehr da angekommen ist. Ich frage mich die ganze Zeit, was machen die Ra's eigentlich? Die haben sich in den 10 Runden, die jetzt fast vergangen sind, seit Kriegsbeginn, vielleicht sogar mehr Runden, noch nicht viel getan. Andererseits, in der frühen Phase des Spiels, in der wir jetzt hier immer noch sind, kann das auch nur bedeuten, dass sie so lange gebraucht haben, ihre Flotten zusammenzuziehen. Meistens, wenn man ein Mobilisierungszentrum irgendwo nicht hat, ist das meistens nervtötend. Weil selbst, es kommt nachher noch dazu, man hat ja auch noch schwächere Antriebe als später. Das heißt, man ist noch länger unterwegs. Metashifters zum Beispiel sind Daleks, weil die sehen genauso aus wie wir, weil es sind halt Dings da, sag mal schnell. Naja, gut, ich habe gerade vergessen. Diese Fungal hier, das sind die, das sind Pilze quasi. Mir fällt nämlich gerade ein, wenn
man Militäreinheiten baut von einem Volk, das tatsächlich im Spiel ist, wie zum Beispiel Menschen oder so, dann hat man da meistens sowas wie Humanoid stehen und das sind die dazugehörigen Bilder. Wenn das dagegen sowas ist wie Fungal, Metashifters oder so, also Völker, die nicht im Spiel sind, außer als unabhängige Völker irgendwo, die kein Schwein interessiert und die keine eigenen Schiffe und sowas haben, dann ist da einfach nur das Bild des eigenen Volkes rübergemacht. Das bedeutet dann zum Beispiel, würde ich als Menschen spielen, dann würden die jetzt alle dieselben Bilder wie Menschen haben. Also kann ich eigentlich froh sein, dass ich als Meckler spiele, weil das wäre eigentlich ein bisschen lächerlich. Ich meine, ist schon lächerlich genug, wenn man die Infanterie dann zum Beispiel als Roboter sieht. So als hätten die Daleks so mit ihrer Gestaltwandelfähigkeit die Form von Robotern angenommen. Oder als hätte man die Pilze in einer Art wie ein Dalek in eine Tonne gesteckt oder so. Aber es wäre natürlich noch alberner, sich vorzustellen, man hätte sie in so einen Art menschenähnlichen Raumanzug gestopft. Das wäre dann das Standardbild für die Menscheninfanterie. Ninsan 3 bekommt mal wieder Strahlenbombardement. Diesmal habe ich ein bisschen mehr Feuerkraft anscheinend aufgeboten, aber immer noch nicht viel. Agenten kommen, Kolonieschiffe landen, Schwerlafetten sind da und wir haben 5 neue Kolonieschiffe gebaut. Jetzt stehe ich hier ein bisschen ratlos. Ich komme schon bald an den Punkt, wo wir genügend Technologie wieder zusammen haben, dass wir neu bauen müssen. Da kann ich hier schon von Glück reden. In Vanilla, da hat man für gewöhnlich nur 50 Level statt 100 wie hier zu erforschen. Und auch wenn wir hier mehr Technologien zu erforschen haben, sind sie immer noch immerhin auf 100 Level ausgestreckt, sodass man nicht erschlagen wird. In Vanilla dagegen hat man nur unwesentlich weniger Technologien zu erforschen. Die sind alle auf maximal 50 zusammengestopft, sodass man praktisch mit jedem Level 10 neue Sachen oder so hat. Und da das Spiel am Anfang ein bisschen langsamer vor sich geht, ist quasi jede Flotte, die man aufstellt, bereits veraltet, bevor man sie losgeschickt hat, was ein bisschen nervend ist. Ich sehe auch gerade, wir haben wieder ein bisschen leichte Fortschritte bei der Nahrungsmittelerzeugung gehabt und sind fast an der Grenze zum normalen Bereich. Die Menschen nerven mich hier, weil sie anfangen zu kolonisieren. Ah ja. Ich nehme an, das sind unsere neuen Kriegsziele. Ah ja, und da ist eine Flottille unterwegs. Das ist schon mal gefährlich, weil da sind 8 Schiffe oder so. Das heißt, die Ra's haben sich gemeldet und sie sind sauer. Und hier gucke ich gerade, auf welcher Welt was gebaut wird. In meiner Reserve sind 13 Schiffchen. Aber ein paar von denen sind Transporter, die kann man im Raumkampf natürlich nicht benutzen. Außer man baut sie so, das kann man natürlich machen. Das ist eine dumme Idee, aber hey, das Spiel ist ziemlich offenherzig in dieser Hinsicht. Die KI ist dumm, klar, aber das Spiel hat nichts dagegen. Das nimmt das ganz locker. Und wenn man als Mensch irgendwas Dummes machen will, zum Beispiel Riesenknarren an seinen Transporter heften, kann man auch machen. Das Wichtigste, was Transporter brauchen, wenn man mal nicht dumme Bewaffnung anbringen will, ist haufenweise leichte Knarren, um Jäger und so und Torpedos und sowas aufzuhalten. Aber schwere Waffen sind an Transportern eigentlich verschwendet. Ich meine, nach dem Schlachthöhe treten die sowieso den Rückzug an und sind dann 10 Runden oder so nicht mehr zu gebrauchen. Also, ah ja, was ich da eben kurz demonstriert habe, so gerade quasi nebenher, man kann die Schiffe, die man gebaut hat, auch nach Typ sortieren. Also, welche sind als Kurzstreckenkampfschiffe konzipiert, welche als Träger und so weiter. Das ist später ganz auch verdammt nützlich, wenn man dann hunderte von Schiffen in der Reserve rumschwirren hat. Weil in jeder Runde 50 neue gebaut werden oder so. Hier grübel ich mal wieder über meine tollen Namen. Na, was denn jetzt? Ah. Was war das denn jetzt? First Emerald? Waren das jetzt die Schiffe von Sonic, dem Eagle oder was? Ah, nee. Es ist eine Emergency Battle Group. Notfall. Da bin ich mal gespannt, wie das vor sich geht. Vor allem, weil ich kurz hier, wie gesagt, kurz vor der Phase bin, wo ich eigentlich neue Technologien kriege und meine Schiffe modernisieren müsste. Und je nachdem, ob die Ra's jetzt moderne oder alte Schiffe geschickt haben, ist immer so eine Frage. Die meiste Zeit kann man sich eigentlich sicher sein, dass die ersten Schiffe, denen man begegnet, die ältesten sind. Wenn dagegen der Feind eine Offensive einleitet, ist die KI manchmal erstaunlich schlau und schickt moderne Schiffe vor.
Das ist immer so, wo die Dummheit plötzlich zur Schlauheit wird, weil man nie wissen kann, hat man jetzt kämpft man jetzt gegen schwache Schiffe und hat Glück, oder hat man super starke Schiffe und es wird ein zäher Kampf. Das ist dann quasi diese Unberechenbarkeit, die das ein bisschen auflockert, weil die KI nie gleich agiert. Das heißt, klar, sie versucht es, aber sie ist halt zu dumm, um das hinzukriegen. Es klappt auch ab und zu mal nicht, mit Truppentransportern hinter den eigentlichen Angriff loszuschicken, aber ich kann mich nicht beschweren, das schaffe ich manchmal ja auch nicht. Und dann werden meine Transporte in die Luft gejagt. Jetzt haben wir wieder hier eine riesen Armee und versuchen jetzt mal den Menschen zu zeigen, wo der Hammer hängt mit einer konzentrierten Offensive. Und der Feind hat nur Infanterie und wir haben gefährliche Stoßtruppen und mobile Infanterie. Und wir bewegen uns rasend schnell mit unserem Blau. Das heißt, die Menschen kämpfen weder so zäh wie die anderen Mäckler, noch haben wir irgendwelche größeren Probleme. Und hey, ich glaube, der Planet ist sogar. Nee, der ist ungefähr gleich groß wie CFI 3. Da will ich jetzt nichts Dummes sagen. Schon oft genug gemacht. Diese kleinen Nachrichten rechts unter der Kampfformation sind immer so lustig hier. Feindliche Vorhaut gesichert. Der Häuserkampf beginnt. Und wow, ey, wir haben in einer Runde den ganzen Planeten überrollt. Hier sieht man wirklich mal die Bodenkampfstärke der Meckler in voller Aktion. Selbst mit meinen Manipulationen überrennen sie jeden, der nicht Meckler ist. Vor allem, es gibt noch speziell, man muss noch bedenken, die Meckler sind am besten auf kleinen felsigen Planeten mit vielen Höhlen, weil sie dafür ihre besten Bonusse kriegen. Und Menschen sind am besten darauf geeignet, auf Menschenplaneten zu kämpfen, also auf Planeten, die wie die Erde sind, logischerweise. Was eigentlich bedeutet, dass beide hier nicht so besser, nicht gerade am besten gekämpft haben, aber trotzdem haben wir die Menschen überrollt wie nichts. Ha! Von wegen, glaubt ja nicht, was ihr in Terminator gelernt habt. Die Menschen, wo die Menschen die Maschinen am Ende besiegt haben, hier ist es genau umgekehrt. Wir haben jetzt 28 Planeten. Das habe ich dann eben in 32 ge Ach, die Menschen, genau. Warum habe ich gedacht, ich hätte 32 Planeten? Jetzt haben wir mal sehen, zwei Planeten erobert, einen davon allerdings nur zurückerobert und ein halbes Dutzend in diesen 10 Runden neu kolonisiert. Der Nachteil ist, die Menschen, die wir erobert haben, die müssen wir jetzt auch, wie man links oben sieht, ernähren. Das sind 14 Punkte mehr. Ach. Tja, das ist der Nachteil, wenn man mit Eroberung spielt, nicht wahr? Da muss man die Viecher, die man der Bevölkerung hinzufügt, auch noch mit Fressen vollstopfen. Ich meine, ich könnte natürlich irgendwo im Imperium die Sklaverei einschalten und die dann alle ans Werk schicken. Aber hey, wir sind eine hochzivilisierte Roboterrasse. Warum sollten wir sowas machen? Das wäre unmoralisch. Abgesehen davon, wenn uns die Viecher stören, gegen die wir kämpfen, können wir sie immer noch aus dem Orbit einäschern. Dann haben wir zwar keine Sklaven, aber einen schönen, netten, noch sauberen Planeten. Aber was soll's. Sklaverei brauchen wir nicht. Und ich bemühe mich nach Möglichkeit, Planeten nicht in die Luft zu jagen, auch wenn es Kopfschmerzen verursacht, die alle zu erobern mit Truppen. Die einzigen, wo ich eine Ausnahme mache, sind die Idku. Die Idku, diese Tentakel-Freaks. Die mag ich überhaupt nicht. Das liegt vielleicht auch daran, weil sie mir bei einem Spiel zwei Planeten voll Menschen weggefressen haben. Aber ich habe jetzt die Menschen gespielt. Darum habe ich es auch so oft erwähnt heute. Ja, und es ist dann eben unangenehm, wenn man herausfindet, dass die Idkul tatsächlich andere Völker als Nahrungsmittel benutzen. Und sie sind von Natur aus, naja, feindselig. Alle anderen sind feindselig gegen sie. Und sie können zumindest kurze Zeit klarkommen mit Leuten, die sie nicht fressen können, wie die Silikoiden, die ja nur aus Mineralien bestehen und auch Mineralien nur essen. Und sie kommen auch mit Cyborgs wie den Xenoiden und Mäckler wie und Robotern wie unsere Mäckler recht gut aus. Aber früher oder später kommt der Punkt, wo sie sich mächtig ärgern, dass sie uns nicht fressen oder telepathisch versklaven können. Und dann sind wir wieder im Krieg mit ihnen. Und bei den Idkul hat man das Problem, wenn man ein Spieler ist, dann hat man zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon eine Menge Planeten erobert oder von freundlichen Imperium Leute rübergeholt, damit sie irgendwo siedeln. Die Idkul dagegen fressen die alle. Das heißt, selbst wenn man, wie ich jetzt, die Meckler spielen, die keine Angst haben davor, müssen davor gefressen zu werden, hat man natürlich noch das Problem. Ich sehe schon gerade wieder, die Episode neigt sich dem Ende dazu, weil meine Aufnahme zu Ende geht. Dann sehen wir mal schön, wie die Ra's mit ihren schönen Schiffchen uns total fertig gemacht haben. Ah ja, eine Niederlage. Aber keine besonders wichtige. Ist nur halt etwas. Ja, was mache ich da so lange? Ach ja, hier genau, 4 gegen 12. Was wird daraus jetzt wohl wieder? Oh, kein Kampf.
Gut. Sind wahrscheinlich das Transportschiff oder so, dann ist. Sind die mal. Runde 94. Oh wow, ey, wir sind in einer Stunde gerade mal 12 Runden weitergekommen. Ah, ich muss mir beim nächsten Mal mehr Mühe machen.